Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Paartherapeut und Beziehungscoach Christian Schemmeier. Ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Es läuft immer noch bis heute, bis heute Abend, 24 Uhr, die Aktion mit dem Code Pilgern2020. Was es damit auf sich hat, in dem gibt es im Video, was vorher diese Woche lief. Ich packe die Kurse, die das betrifft, nochmal da drunter. Vor allen Dingen der Datingkurs für Frauen, der bald rauskommt, gibt einen 25-Euro-Rabatt für diese vier Kurse, also für jeden dieser vier Kurse. Und welche das sind, schreibe ich nochmal hier unter das Video. Und genau, wenn ihr euch fragt, wenn ihr neue seid, ruf immer, es sind alles auf liebeschipp.de, da gibt es meine Kurse rund um Dating, Beziehung und Liebe, Bindungsangst, Verlustangst. Ich glaube, ich sage das manchmal für die Neuen zu wenig, sowas wie Liebeskummer und was da jetzt in Frage steht, ist halt vor allem der Datingkurs für Frauen und halt auch für viele Neueinsteiger. Sehr interessant, das Modul Umprogrammierung des Liebeschips zur Änderung deines Beuteschemas. Gut, heute, es kam mal eine Frage von der Zeit schon, warum klappt Verkuppeln eigentlich nie? Also da würde mich erstmal Kommentare interessieren. Hat das schon mal bei euch geklappt? Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich so, dass ich davon ausgehe, dass es nie klappt. Also ich glaube tatsächlich, dass sowas klappen kann. Ich kenne auch so Paare. Weil, was ich halte es immer noch für einer der besten Dating-Orte, halte ich immer noch den Freundeskreis einfach, ne? Und wenn man im Freundeskreis, ja, oder auf einer Hochzeit oder ich weiß nicht wie, verkuppelt wird oder zumindest die Möglichkeit geschaffen wird oder auf einer Party, dass man sich kennenlernt, ins Gespräch kommt, das muss ja nicht immer so ein Verkuppel-Blind-Date sein, sondern einfach, dass so Möglichkeiten geschaffen werden, dass zwei Menschen sich beschnuppern können. Ich finde das eigentlich aller Ehren wert. Also ich würde das weiter ausprobieren, sage ich auch demjenigen, der es gefragt hat. Worum es trotzdem nicht sicher ist, dass es klappt, weil man kann, also wir können zwar, das ist ja so ähnlich das gleiche Problem wie in Dating-Apps, dass natürlich kannst du irgendwie versuchen zu matchen, kannst du sagen, ja, das gibt es die gleichen Interessen, gibt es die gleichen Hobbys, aber ob die Schwingung die gleiche ist, also ob du, also die Schwingung, also das, was du jetzt in der nächsten Beziehung brauchst, ob das jetzt passt, das kann euch kein Freund, kein Computersystem, keine Dating-App kann euch das sagen, so, ne? Aber dein eigenes Gefühl kann dir das sagen, ne? Also, und dein eigener Kompass und deine eigene Fähigkeit, Menschen zu finden, so, ne? Deswegen, ich bin nicht immer noch der Meinung, man sollte auch einfach nicht so viel suchen, ne? Weil suchen ist schon wieder eine Schwingung von, ich habe nicht die Kraft, es in mein Leben zu ziehen. Aber auch dazu mehr im Dating-Kurs. Aber klar, wie soll ich mal sagen, wenn das Universum kann auch zwei Menschen zusammenführen über, wie gesagt, ich glaube, ich würde niemanden so aktiv verkuppeln, so jetzt verkuppeln wir euch mal, jetzt schicken wir euch auf ein Blind Date. Aber so zu sagen, hey, ich lade Single A und Single B und mit noch ein paar anderen Leuten lade ich mal zum, was weiß ich, zum Kochen zu mir ein oder wir machen mal ein Gartenfest. Gut, jetzt mal Corona außen vor. Und dann können die sich kennenlernen und wir sagen beiden, hey, ihr seid ja Single, guckt doch mal, vielleicht mögt ihr euch. Finde ich eine super Sache, sollte man viel öfter machen, finde ich. Ja, also finde ich, also von daher, go for it, würde ich sagen. Aber wie gesagt, letztlich kann man das nicht am Reißbrett planen. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen. Ich gehe jetzt dann auch die Tage auf die Wanderung und da werde ich ja auch Fragen von euch beantworten.